So, herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Studiotag. Thomas und Bernd spielen heute ein ganz hübsches Liedchen ein, beziehungsweise Bernd recordet, Thomas spielt ein. Eines meiner Lieblingssongs, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich da schon sehr, wenn der endlich auf der Platte ist. Und wir gehen mal ein bisschen lauschen, ne? Läuft's gut bei euch? Schön, vielen Dank. Dankeschön. Ich hab mal gehört, mein Produzierenden soll ihn nicht ein bisschen verrückt machen. Da bin ich nicht sicher. Hallo Johannes. Hallo. Wir haben ja mittlerweile schon das Jahr 2012. Und? Wir haben die letzten Tage, in den letzten 10 Tagen des neuen Jahres, haben wir jetzt schon sehr viele Entscheidungen für das neue Album getroffen. Kannst du mal ein bisschen was drüber erzählen? Es sei denn, ich nerv dich, ja, das glaube ich. Das ist gerade, können wir das in 10 Minuten machen? 10 Minuten? Da müssen wir nochmal ins Detail gehen. Oh. Hey Hannes, du hast gesagt, ich soll in 10 Minuten nochmal kommen. Oh Mann! Es sind erst 10 Sekunden rum, nicht mal. Okay, soll ich nochmal gehen? Ja. Okay. Hey Hannes, hast du jetzt Zeit für mich? Du musst doch mal den Leuten erklären, was wir jetzt für Entscheidungen die letzten Tage getroffen haben und warum wir uns damit so schwer getan haben. Thema Tracklist vom Album. Tja. Warum wir es damit so schwer getan haben, weiß ich selber nicht. Ich finde jeden Song geil, egal in welcher Position er stehen würde. Die Tracklist ist sehr wichtig, finde ich. Genau wie eine Setlist beim Konzert. Das erste Lied, der Opener oder der Eröffnungssong, wurde ein bisschen diskutiert. Ich habe zum Beispiel Glück gehabt, dass das Album mit dem Song anfängt, der einer meiner Lieblingssongs ist, nämlich Oberfläche. Und dann am Ende ist dann so eine Tracklist mal fertig und man ist sehr zufrieden. Fertig, danke. Mixe. Das ist schwer. Ja, damit ist man ja nie fertig. Mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Wenn sich der Hund in den Schwanz beißt. Das ist Mixen. Welche Frequenz dort und 5 Kilo da und die Bassdrum dort und das muss dort ein Tick lauter und das muss mehr in den Stereo-Raum reingepresst und diese... Never-ending story. Oder? Mhm. So, das ist Mixen. Und letztes Thema. Albumcover. Oh. So, jetzt hier mal so. Oh. Da gehen auch die Meinungen in der Band sehr auseinander, was es letztendlich geworden wird. Geworden wird, ja. Diesmal waren wir uns aber einig darin, das finde ich auch sehr positiv, dass wir nicht vorne drauf sind, weil ich finde, das muss nicht sein. Das ist so die größte Revolution in der Grafik von, oder in der optischen Darstellung von der Band Silbermond, dass wir halt mal vorne nicht drauf sind. Die drehen definitiv durch. Meine Damen und Herren, es zu wenig Luft für zu viele musikalische, kreative Menschen. Glück, 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 Glück. Ein ganz normaler Studiotag.